Herzlich willkommen zurück bei Amalur. Moment, jetzt hat er gerade wieder einen Speichervorgang gehabt. Ich weiß gar nicht, warum der hier direkt immer speichert, wenn ich eine neue Folge anfange. Der weiß das wahrscheinlich. Ja, und wir befinden uns immer noch in der Kanalisation. Es ist mir eine große Freude. Wieso muss ich jetzt gleich schon wieder niesen? Was ist denn los? Liegt hier was in der Luft? Wahrscheinlich ein Blutwurz in der Nase. Ja, Inventar ist voll und wir haben doch noch irgendwo diese eine Quest. Ich weiß aber nicht mehr, wo die ist, wo wir... Ah ne, den Götzen haben wir ja gefunden. Stimmt ja, den Götzen haben wir gefunden, da ist ja alles gut. Schriftrollenregal ist mir egal. Dann müssen wir jetzt nur noch gucken, wenn wir den Götzen gefunden haben. Hier Zisternen leeren, da müssen wir noch hin. Dazu gehen wir nachher zum östlichen Stein mal. Jetzt gehen wir mal geradeaus. Was haben wir da? Theater von Andronikus. Dann gehen wir zum westlichen Stein mal und teleportieren uns zum nördlichen. Okay, dann nehmen wir ein bisschen die Abkürzung, damit wir hier möglichst schnell durchkommen. Weil so langsam, ich hab's ja gesagt, so langsam bin ich auch froh. Die Kanalisation sieht natürlich cool aus, aber ich bin kein Freund davon, 50 Folgen lang in Dungeons rumzurennen. Ich mag Dungeons gerne, ohne Frage, aber es ist halt immer doch sehr grau und trist, muss ich mal sagen. Wo ist denn... Bevor ich jetzt runterspringe, hier müsste das Mal sein... Ist wahrscheinlich Mittagsmahl. Da geht's nach oben, da wollen wir nicht hin. Leider. Wohlgemerkt. Ich bin froh, wenn wir wieder unter offenem Himmel sind. Das Spiel hat so schöne Gebiete. Huch. Und wir laufen die ganze Zeit... Natürlich das DLC, muss man sagen, da das Spiel gerade so viele offene Gebiete hat, ist das DLC natürlich eine willkommene Abwechslung für Leute, die vielleicht offene, schöne, grüne Natur leid sind. So, wir beamen uns mal ganz kurz nach Norden. So. Und wir nehmen jetzt auch eben nichts mit. Wir können momentan eh nichts verkaufen. Was ein bisschen schade ist. Weißt du was? Huch. Klar, und die Elfe hängt, die Tante. Tja, kämpf doch mal mit. Die alte, die Ladstein war lang, der ist das alles scheißegal, wie es aussieht. Ach, hier sind wir noch wieder in der Eingangshalle, wie es aussieht. Ich kann doch noch 10-mal sagen, wie es aussieht. Oh, wir haben Geld gefunden, wie es aussieht. Wir wollten zum nördlichen, weil wir hier zum Hebel wollten. Genau. Da sind wir hier durchgelatscht, nach rechts rum. Die macht da noch ihre komischen Magieübungen oder Chakra oder Chakaluka. Ich habe keine Ahnung. Und da sind die Hebel. Die zu finden ist nicht allzu schwer. Hätten wir die Quest mal vorher... Ja, speicher mal ruhig wieder. Hätten wir die Quest mal ruhig vorher gemacht, dann... angenommen, meine ich. Dann hätten wir die schon längst erledigt. Hier ist wieder ein Blümelein. Und wir benutzen mal die Hebel. Eine Ratte ist entkommen. Ah, Mist. So, da hat sie beide gelegt. Eine Ratte ist entkommen. Ich weiß gar nicht, wie viele Ratten kommen dürfen. So, Alter, ist das ätzend. Hör auf. Nein. So. Jetzt muss aber langsam reichen, Freunde.
War es das? Woran merke ich, dass es das war? So, aus eigenem Antrieb, Quest aktualisiert. Daran merke ich also, dass es das war. Sehr gut. Na super, jetzt kommen die ganzen Ratten da noch rangeschissen, oder was? Willst du mich verarschen? Quest aktualisiert. Das ist ja wohl ein Witz. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ah, und hier steht immer... Das ist so zum Kotzen, dass hier rechts einfach keine Questbeschreibung mehr stehen. Dass man überhaupt nicht einsehen kann, was muss ich denn jetzt machen? Hebel finden haben wir auf jeden Fall weg. Dann weiß ich jetzt nicht mehr genau, wo soll ich jetzt gucken. Da zu dem zurückkehren, Zisternen leeren, da müssen wir jetzt leeren. Da müssen wir zum östlichen Stein mal. Okay, na dann beamen wir uns da einfach hin. Ist mir jetzt egal, ob die Ratten entkommen. Ist ja eigentlich nicht mehr unsere Aufgabe. So, ich bin zu weit gelaufen. Eigentlich haben wir es ja geschafft. So, aber eine schöne, also muss ich mal sagen, ist eine abwechslungsreiche Aufgabe. Ein bisschen hampelig, links und rechts laufen und so, aber alles in allem eine sehr gute Quest, weil es mal wieder ein bisschen Abwechslung bringt. Nicht einfach nur erledige den, sammle dies, sammle das, sondern einfach mal was anderes. So, hier sind wir bei der Schmiede. Warum liegt die da rum? Ist sie tot? Dass man den ständig unter den Rock gucken kann, ist irgendwie, weiß ich nicht. Das nimmt dem Rollenspiel natürlich auch sehr... Ja, ich höre schon auf. So, hier kommen wir Kanalisationsleiter. Wir müssen nach links rüber irgendwie. Links, also der Westen. Und von da kommen wir, glaube ich, ursprünglich auch. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz hier rüber und dann halten wir uns hier mal ein bisschen westlich. Von da kommen wir auch. Das heißt, wir können da das Steinmal nehmen und düsen da mal zurück zum anderen Steinmal. Und dann haben wir hoffentlich alle Aufgaben hier unten gelöst. Da täte ich mich sehr freuen. Ist ja nur noch die Zisterne. So, hier ist doch irgendwo das Steinmal. Und jetzt müssen wir zum östlichen. Ups. Hui. So, jetzt sind wir beim östlichen. Hier kommen wir gleich zu Arokrinken. Und da gehen wir jetzt einmal durch und müssen dann da die Zisternen leeren. Ich hoffe, das ist... Da kommen wir wahrscheinlich erstmal woanders hin, wie es aussieht. Hallo, guten Tag. Auch ein scheiß Leben hier unten zu wohnen. Möchte ich auch nicht tauschen. Siehst du auch nie die Sonne. Und alle Türen waren vorher verschlossen. Das ist merkwürdig. So, da müssen wir tatsächlich hin. Man kann die Leiter noch hinabsteigen. Wusste ich gar nicht. Habe ich erst jetzt gemerkt. Oh nein. Oh nein. Wir müssen wieder ganz hinab. Oh nein, die Unterschächte, oh nein. Dann dauert das ja... Und es sind gleich mehrere Zisternen, naja gut. Es gibt ja nichts Schöneres, als dieselbe Gegend siebenmal abzulaufen. Außer natürlich zu übertreiben, wenn man siebenmal sagt, aber in Wahrheit trotzdem schon zum dritten Mal hier rumläuft. Dadurch wird die Gegend einfach nicht attraktiver. Hoppa. Und hoppa. Und hoppa. Und erwähnte ich schon das wunderschöne Wort hoppa. So, die Zisternen kriegen wir hoffentlich trotzdem hin. Hier können wir noch ein Blümelein mitnehmen. Steigen die Leiter hinauf. Jetzt muss ich selber mal gucken. Das Ding, da können wir da rechts, können wir leider nicht mitnehmen, weil unser Inventar schon wieder voll ist, wie letztes Mal, als wir hier vorbeigekommen sind. Ja, ach, Sindasen. Hoppa. So, hier soll also, sieht alles sehr stabil aus hier. Hier möchte man ja auch rumlaufen. So, wo ist denn hier? Wo ist denn der Sprungpunkt? Ach, hier.
Ich vermute mal, ja, da sind auch die Pfeile. Hebel nutzen. Hebel nutzen. Und schließlich und endlich da hinten den letzten Hebel nutzen. Ich frage mich, wie das hier alles aufgebaut ist, wenn die Hälfte kaputt ist. Aber trotzdem funktioniert noch alles. So, Belohnung einfordern. Das war total aufregend, an den Hebeln zu drehen. Ihr müsst noch dreimal nach unten. So, wie kommen wir jetzt da gar nicht mehr? Seufzt. So, das hier ist die Geheimtür, wo wir durch sind. Hoppa. So, da ist auch der kleine Gnom schon wieder, der sich an den Überresten labt. Wir, ja, ich würde mich so gerne hier raus teleportieren. Hoppa. So, den König lassen wir jetzt mal in Ruhe. Da haben wir auch schon alles gemacht. Wir laufen einfach hier mal weiter. In der Hoffnung, dass wir hier recht schnell wieder rauskommen. Hoppa, bestenfalls noch in dieser Folge, aber das sollte ja machbar sein, wenn ich so auf die Minute gucke. 11 Minuten spielen wir gerade in dieser Folge, das heißt, das kriegen wir schon irgendwie hin. Laufe ich hier richtig überhaupt? Ja, dann laufe ich richtig. Und dann kommen wir endlich raus und können endlich alle Quests abgeben und dann können wir dann endlich auch den Reif abgeben. Dann geht es in der Hauptstory auch wieder ein bisschen weiter. So, aber vorher natürlich noch Hoppa. Und ein paar Blumen pflücken. Und wir kriegen sogar 100 Zweig. Man glaubt es gar nicht, obwohl wir ja irgendwie so wenig craften nur. Hoppa. So, da ist der Geheimgang. Also geht's da rechts unten weiter. Haben wir alles schon gesehen? Haben wir alles schon erlebt? Die letzten Folgen sind einfach nur voll davon. Und wir sind wieder raus. So, und jetzt nur noch raus aus dem Tor und die Leiter hoch, dann sind wir endlich wieder in der Stadt. Dann gehen wir in dieser Folge aber doch wirklich doch alles ab. In Klammern wahrscheinlich bis auf den Reiter. Die erwischen einen auch, obwohl man ausweicht, erwischen die einen ständig. Aber es bringt ihnen nichts. So. Ich dachte, ich laufe zuerst mal durch zur Leiter, aber ganz ehrlich, die XP können wir natürlich auch gebrauchen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir bekommen haben. Aber ich würde natürlich auch gern ein bisschen levelen. Ach, natürlich, jetzt sind natürlich alle Monster wieder da. Das ist natürlich ein Traum. Kanalisationsleiter, wo kommen wir denn? Anokratos, okay, wir kämpfen uns einfach durch. Wieso sind jetzt auf einmal alle Monster wieder da? Das verstehe ich nicht. Das ist mir ein Rätsel. Das ist ja schlimmer als beim MMO. Nein, eigentlich ist es genau wie beim MMO. Mist, ich wurde noch erwischt. Und ich wurde beim Ausweichen erwischt. So, ein bisschen Geld gibt's auch noch. Und der Blitzstab ist schwer beschädigt. Huch, Blutwurz? Keine Ahnung. Der Blitzstab ist schwer beschädigt. Den können wir natürlich reparieren lassen. So, wo war denn hier? Wo ist denn hier? Hinter uns. Ach, da hinten, genau. Da, wo der Altar ist. Kann die Berufene so klein sein? Ja, in der Tat. Wahre Größe kommt von innen. Nee, da wollte ich doch... Wollte ich da hin? Ich wollte natürlich die Leiter hoch. Ja, Schnauze. So. Der Kampf war mir jetzt ehrlich gesagt mal egal. Wen haben wir denn hier? Willkommen, hallo, Pagus! Berufene! Ihr seid zurück. Die Zahl der Ratten sinkt.
aber einige leben noch. Ich sollte die Stadt warnen, weiterhin wachsam zu sein. Dennoch bitte ich euch, dies als Zeichen meines Dankes anzunehmen. Hier ist etwas Gold für eure Mühe. Außerdem gebe ich euch dieses Amulett. Es ist das Symbol der angesehensten Kanalisationssteinmetze der Stadt. Tragt es mit Stolz. Ich trage es mit Stolz zum Pfandleiher. So, na, das ist toll. Das Amulett konnte man leider nicht nehmen. Dafür liegt jetzt ein Schatzsack da rum. Ich weiß jetzt gar nicht... Was. Hey, was soll ich denn ursprüngliche Fein klingen? Ich würde gern... Ja. Dann fügen wir das mal zum Plunder hinzu. Was soll's. So, alle zerstören. Zack. So, huch. Himmelssteinmetz-Siegel. Sieht wirklich gut aus. So, das haben wir abgefrühstückt. Dann... Kolossai-Artefakt. Okay, das ist im Süden. Das sollten wir ja eh... Die Artefakte haben wir ja... Nee, die Artefakte haben wir nicht. Das war noch nicht... Seid vorsichtig hier. Die drei Dinge waren nicht die Artefakte, ne? Oder doch? Oder nicht? Seid gegrüßt. Ich hoffe, ihr wart beim Sammeln der Artefakte. Seid vorsichtig damit. Ich dachte, damit. Früher oder später würde die Berufene kommen. Die Artefakte haben wir immer noch offen. Die müssen wir nämlich unten, also nicht in der Kanalisation, sondern unten sammeln. Und wir reisen zurück zu Agora, dem... Ist ja nicht der Marktplatz, ich ist der... Ich hätte euch fast nicht gesehen. Ja, ich bin sehr klein, ich habe es verstanden. So, hier sind eure drei Gegenstände. Gut gemacht, Berufene. Danke, dass ihr diese Gegenstände geborgen habt. Bitte nehmt das als Zeichen für Idyllas Dankbarkeit. Gar kein Problem. Huch! Gute Arbeit, Berufene. Laut unserer Steinmetzer hat der Druck in den Zisternen abgenommen. Offenbar stehen wir einmal mehr in eurer Schuld. Hier, nehmt das als Dank. Ja, klappt schon. Fehlende Erbstücke. Es freut mich, dass die Gegenstände ohne allzu großen Ärger gefunden wurden. Naja. Danke, Berufene. Hat schon ein bisschen Trubel gemacht, aber nur weil ich in einen Gegenstand verpeilt habe. Nun, ich nehme an, dass jemand ziemlich erschrocken ist, als er vom Abfluss der Zisterne erwischt wurde. Danke für eure Hilfe. Ja, ich frag mich, was kacken die denn? Kiesel? Und vor allen Dingen da unten, wenn da unten jemand steht, aber da steht ja niemand. Das ist ja die Stadt, ist ja in die Luft gehoben. Was ist in der Stadt los? Wenn ihr einen der Aufträge auf der Tafel mit Bittgesuchen erledigt habt, entschädige ich euch für euren Aufwand. Ach so. Ja. Gut, das wussten wir ja jetzt auch. Nein. Nein. Nein, bitte nicht. Zurück zu den Wurzeln. Einige Urelfen haben in der Kanalisation der Stadt mit dem Bau eines Nestes begonnen. Finde das Nest und zerstöre es. Belohnung einfordern. Das kann ich gut. Belohnung einfordern? Hab ich mal, haben wir's. Gut gemacht, ach. Berufene. Das Nest der Urelfen und ihrer Lakaien wurde entfernt. Naja. Bitte nehmt das als Zeichen für Idyllas Dankbarkeit. Ja, easy going. Elfenplage. Habt ihr euch um die kleinen Quälgeister gekümmert? Gut. Wer braucht sie schon? Die Natur, der Kreislauf. So, haben wir jetzt endlich die Pinnwand? Ist die fertig? Keine weiteren Aufträge? Oh, Gott sei Dank. So, jetzt haben wir hier noch Folgendes. Plünderer-Totems beschaffen. Das ist ja eine Endlosreihe, wie es aussieht. Können wir gerne nochmal abgeben, dann sind wir ein paar Totems los. Hallo, Myrin. Ihr seid zurückgekehrt. Braucht ihr sonst noch etwas? Naja, ich nicht, aber ihr. Sehr gut. Ich will versuchen, euch für eure Dienste zu belohnen. 3600 Gold für 17 Totems. Das geht natürlich immer. So, was haben wir denn hier? Rede mit Hallam. Da müssen wir auch noch rein. Die Artefakte haben wir noch nicht. Plünderer-Totems, so. Artefakte ist vielleicht auch wieder so eine Endlos-Quest. Ich weiß es nicht genau. Und wir müssen mit Chalam reden. Mit Chalam. Chalam, 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 Chalam. Ach, Chalam ist unten. Wo ist denn Chalam? Worum geht es?
Ach, nichts. Wie geht's euch? Ja, wie kann ich euch helfen? Ich wollte mal fragen, wie es geht, aber offenbar ist das egal. Nun denn. Wo ist denn Hallam? 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 Ich weiß gar nicht, wo ist der denn? Oh, Alter, wir haben noch so viel vor uns, wo ist denn dieser Hallam? Ich düse mal ganz kurz nach unten. Und wenn der nicht in der, zu den Zähnen von Naros. Wenn der Hallam jetzt nicht da unten direkt ist irgendwo, wo wir den erreichen können. Gebietskarte. Südliche Passage. Rede mit Hallam. Okay. Ich glaube, das können wir knicken. Da oben haben wir noch den... Der Horstgipfel. Ja, der Horstgipfel. Wir haben noch einiges hier nicht gefunden. Das heißt, ich gehe nochmal nach oben. Und weißt du was? Jetzt gebe ich in dieser Folge dann doch nochmal den Reif ab. Ich habe gedacht, das mache ich... Ja, das mache ich in der nächsten Folge, aber... Komm, das machen wir jetzt mal. Dann haben wir das auch hinter uns. Es wird... Ja, es wird Zeit. Es wird einfach Zeit. Hallam! Gott sei Dank muss man wegen der Elfen nicht nochmal runter in die Kanalisation. Ich wollte schon heimlich fluchen. Aber zum Glück haben wir das auf der Durchreise mitgenommen und zum Glück hat er das auch gerafft. Das ist echt gut, dass man Quests schon machen kann, bevor man die angenommen hat, aus Versehen. Ein Elfenlager auslöschen. So, hier habe ich den Reif. Werter Anokatos. Ihr habt Arkes Reif in eurem Besitz? Dann ist der Kranz beinahe vollständig. Wie gesagt, die Grundlage ist Gold mit eingravierten Gebetsrunen. Nun muss er mit Blut und Mühsal umflochten werden. Die Kolossai stellen die Grundlage bereit. Die Natur sorgt für die Insignien. Doch die Lorbeeren des Kranzes muss man sich verdienen. Wir brauchen Federfahnen der Terexe, sobald wir sie haben. Und der Kranz vollendet ist, kann das Ritual der Buße beginnen. Wir machen ihn aus einem Terex? Ich nehme an, ihr seid schon mal einem Terex begegnet. Vermutlich den Mischlingen, Aasfressern, die sich von Kadavern ernähren. Sie sind eine echte Plage. Wir haben es häufig mit ihnen zu tun. Was wir suchen, sind aber die Federfahnen der Alpha-Terexe. Sie sind kämpferisch und stolz. Wie alles Wilde, Ungezähmte der Natur. Um den Göttern die Aufrichtigkeit unseres Glaubens zu beweisen, müssen wir einen mächtigen Gegner bezwingen. Die Alpha-Terexe werden diesen Zweck erfüllen. Ob das so gut ist, ins Gebiet der Pterixe ist wahrscheinlich unten an Land, da wo wir letztes Mal oder vor ein paar Folgen nicht reingegangen sind, um nicht zu weit vorzugreifen. Ich weiß aber nicht, ob das so gut ist, einfach in deren Land einzudringen und die alle umzubringen. Einfach nur, um sie ein paar Federn und Hut zu nageln. Die Götter haben euch gesandt, um Zeugen unserer Buße zu werden. Und dafür müssen wir den Kranz der Absolution fertigstellen. Der Kranz wird aus großen Federn, den Federfahnen der Alpha-Terexe, angefertigt. Sie leben in Horsten im Süden. Hab ich mir fast gedacht. Sie sind bösartige Bestien, wild und stark. Und die Alphas, unsere Beute, sind besonders zäh. Dann würde ich die gut durchkochen. Das Ende steht bevor. So, zumindest kommt er immer raus aus seinem Kämmerlein, in Schuld geboren, was? Oh. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut, Ethene. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Das Ende steht bevor. Und der Hochmut steigt höher und höher. Nun denn. Ihr müsst die Berufene sein.
Ein neuer Tag in diesem Verlassen. Huch, was ist das denn? Waren wir da hinten schon? Ich glaube nicht. Bewohner? Bewohner? Ist hier vielleicht... Kein Tauchpunkt. Was wir mal machen, bevor wir jetzt zu den Pterixen gehen. Passt auf, wo ihr auf der Agora hinlauft. Natürlich. Bevor wir zu den Pterixen gehen, fangen wir natürlich eine neue Folge an. Ja, also in der nächsten Folge, ihr wisst ja, was passieren wird. Wir werden mit dem Primos zu den Pterixen gehen und dort die Vögelchen bekämpfen. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, auch das ist doch wieder eine Hochmutstat, einfach in das Gebiet einzudringen. Irgendwelche Mütter und Väter von ungelegten Eiern, nee, nicht von ungelegten, aber von unausgebrüteten Eiern wegzumeucheln. Einfach nur, um sich so ein paar Feder an den Hut zu stecken. Ich weiß es nicht so recht, ob das... der rechte Weg ist, der von den Göttern gewollt ist. Das ist für mich alles so Hochmutstat. Und vor allen Dingen, wer sagt denn, dass man so einen Kranz flechten muss? Woher haben die denn ihr Wissen? Das hat die Ethene doch nie gesagt. Das denken die sich doch alles aus. Buße tun, indem man sich irgendwie so ein Ding auf den Kopf setzt? Ich weiß ja nicht. Buße tut man innerlich. Das ist nicht so ein Ding, indem man sich irgendwie... Da kann ich mal einen Zylinder aufsetzen aus Gold. Das ist besonders bußfertig. Der bußfertige Mann wird bestehen in Demut eben. Und nicht mit irgendeinem komischen Kleidungsstück von... Leuten, die man vorher umgebracht hat oder Lebewesen. Naja. In der nächsten Folge werden wir trotzdem Pterixe überkämpfen und natürlich vorher erstmal unser Inventar leeren. So viel Zeit muss sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.